Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Rainbow Six. Let's Play von Rainbow Six Siege. Wir spielen Bereich sichern. Okay. Ich gehe mal wieder mit Twitch, der Bitch, mit der habe ich gerade schon Spaß. Mit dabei ist auch wieder Nutria Kummer 98, das Tier. Alter, was der wegnatzt. Jojo. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Sind in der Küche. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Und ich habe bei eben 100. Habe ich das Ding entdeckt oder? Ich glaube, ich habe sogar das Ding entdeckt. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Der Nutria. Ja, du Arsch. Ist ein kleiner Arsch. Gut. Alter, du bist ein kleiner Arsch. What the fuck, ich hab den gar nicht gesehen. Ich wusste natürlich, dass ich genau von da komme, weil ich natürlich da die Tür aufgeschossen habe. Alter, der hat eine Ruhe noch zu zielen. Alter, was? What the fuck? Der hat noch eine Ruhe mit der Pistole zu zielen. Schönen Valentinskin hatte. Letzter verbleibender Gegner. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Sicherung des Behälters einstellen. Hinter der Ecke, genau. Sind die Rundenzeiten länger geworden, habe ich irgendwie jetzt gerade das Gefühl. Du musst rein, Junge. Das ist das Problem. Nice. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Nice, 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 nice. Spiel mal ein bisschen mit Wug. Bin echt ein bisschen müde. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe lange geschlafen heute. Verbarrikadiert.
Quartier. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Zeit für etwas Rüstung. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Schade. Unterentdeckt. Ich setze das Gerät ein. Ist auch nur eine Drohne drin. Nur noch 5 Sekunden. Ich habe Nitroplatzi, alle nach. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Nutria räumt. Nutria räumt sich wieder auf. Ich lade mein Magazin. Er räumt da oben erstmal völlig auf. Und wir campen uns hier komplett drin. Scheiße! Mann! Ach, was habe ich denn hier für ein Schild dabei? Warum? Ich habe den doch eben in den Rücken geschossen. Ich dachte, ich hätte nicht dabei. Ich habe den doch in den Rücken geschossen. Warum? Achso, weil er das Schild auf dem Rücken hatte, deswegen. Scheiße. Ich wollte eigentlich C4 schmeißen, aber ich hatte kein C4 dabei. Ah, Mann. Wenigstens habe ich mal einen getötet. Der Nutria, du hättest mir den ruhig mal lassen können. Das ist krass auch, dass das Schild, auch wenn er auf dem Rücken ist, auch als Panzer gilt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Alles gut. Okay, alles gut. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich C4 schmeißen, aber ich habe nicht gesehen, dass ich ein Schild dabei habe, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich sofort gekillt. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Sind oben. Sind oben. Und die sind oben. Geht doch mal, fahrt mal alle nach oben. Alter, ernsthaft? Mit der Shotgun? Was bist denn du für ein No-Skiller? Noch 10 Sekunden.
5 Sekunden bis zum Einsatz. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. Och Mann. Ganz ehrlich. Verpiss dich mal. Dieses ewige draußen rumgelaufe. Au! What the fuck? Oh, ernsthaft? Ey, jetzt bin ich... Oh. Jetzt werde ich getötet. Kann mich mal jemand retten? Notrette, du bist auch in so eine Scheißfalle reingetreten, oder? Junge, ganz ehrlich, Shadow One, du bist ein richtig geiler Teamplayer. Mal ganz ehrlich, warum gehst du nicht da runter und stellst mich mal wieder hin, du Wichser, ey? Ja, jetzt. Danke. Komm die Treppe runter. What the fuck, ich hab den doch voll erwischt. Das Spiel macht mich völlig fertig. Nice. Da hat aber Glück gehabt gerade. Da hat aber Glück gehabt. Au. Makelloser Sieg, aber hart erkämpft. Ja, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen. Ciao.